Ist das nicht ein hübscher Anblick? Traumhaft. Romantisch. Idyllisch. Da vergisst man doch glatt, dass es im Weltall ein Vakuum gibt. Dass man da keinen Sauerstoff hat. Dass wir dort nichts zu atmen hätten, nichts zu fressen, nichts zu trinken. Von radioaktiver und anderer Strahlung würden unsere Leiber auch durchlöchert und zerfetzt und zerbröselt werden. Also im Großen und Ganzen mag ich es doch eigentlich auf der Erde lieber. Aber im All, klar, so hinter den stählernen Schutzmauern eines Raumschiffes, das uns dann ganz sicher hin und her bringt von einem Sternsystem zum anderen, das wäre eine Form von Tourismus, die würde mir Vergnügen bereiten. Oder halt, eine Stufe drunter, man macht das Ganze in einem Spiel, beziehungsweise in einem Preview-Let's Play dieses Spiels. Willkommen bei Stellaris, willkommen beim Aufbruch der Menschheit ins All. Der Mars, der rote Planet, haben wir jetzt mit unserer Mars-Bergbaustation errichtet, die dort zwei Mineralien abbaut. Aber wir haben immer noch ein Mineralienproblem. Lasst euch nicht davon täuschen, dass hier eine negative Energiebilanz noch ausgewiesen wird. Wir werden in Kürze, in einem Monat ungefähr, wir sind ja jetzt im Moment Mitte Februar 2201, in einem Monat ungefähr auf der Erde ein schickes neues Kraftwerk errichtet haben, das uns dann sehr viel Energie in unsere Wirtschaftsadern pumpt. Problem bleibt erstmal, finde ich, dass wir zu wenige Mineralien haben, um zum Beispiel ein zweites Konstruktionsschiff zu erbauen. Das würde ich verdammt gerne machen. Und wir müssen natürlich schon im Auge behalten, dass sehr, sehr bald schon, dass wir die Möglichkeit haben, Kolonieschiffe zu errichten, dank eines entsprechenden Ediktes, das wir in der letzten Folge herausgegeben haben, wird es schon in 43 Monaten, in 4 Jahren, oh Gott, ist ja doch ein Stückchen weit weg, soweit sein, dass wir solche Kolonieschiffe bauen können. Also, ich packe mir jetzt mal unser Konstruktionsschiff und fliege damit mal Richtung Juno. Erstmal nur in den Orbit. Für den Bau der Bergbaustation brauchen wir 67 Mineralien. Da müssen wir noch 3 Monate warten. Oder 4, bis wir die dort errichten können. Erstmal nur Richtung Orbit. Dann gehen wir wieder rauf in die Galaxie und schauen uns mal unsere Forschungsschiffe an. Das eine ist hier unterwegs zurück zur Sonne, nachdem ich versucht hatte. Das ging aber leider nicht mit einem Forschungsschiff, hier irgendwelche Weltraumkreaturen, die doch direkt im All leben, zu erforschen. Das geht aber nicht, das geht nur über ein Forschungsprojekt, wie ich dann auf die schmerzhafte Weise habe lernen müssen. Das andere Forschungsschiff, das ist in Kürze in seinem Ziel angekommen. In Procyon, ist doch schon da, oder? Blick rein, ja, und nimmt schon hier seinen Kurs auf. Im Augenblick schaltet es noch, erholt es sich noch von seinem Warp, von seinem Warpflug und wird dann hier auf diesem automatisch berechneten Kurs dieses benachbarte Sternsystem erkunden. Die zweite Flotte, hier oben. Oh, wir stoßen schon wieder auf irgendwelche neutralen Flotten, Zeta-Aliens, was immer das ist. Fliegen wir hier hin. Dritte Flotte. Das ist alles unbekannt. Das ist niedrig. Dann erst hier zurück und dann wieder hoch. Okay. Tja, das Konstruktionsschiff, das kann im Augenblick leider mangels Mineralien nur Däumchen drehen. Das hängt hier im Orbit über Juno und wartet darauf, dass wir entsprechend die Möglichkeit haben, es von der Leine zu lassen. Zurück in die Galaxiekarte. Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas, weil ich ja doch schon nervös bin. Ich möchte, dass dieses Konstruktionsschiff, dass das endlich in die Pötte kommt hier. Und der Bau auf der Erde des Kraftwerks bei 95% schon. Da kann man 96, wir können richtig zuschauen, wie unsere Energieprobleme in Kürze komplett gelöst sein werden. Oh, was war denn das? Feindflottenalarm. Wie heißt denn diese Sonne? Ah nein, ich dachte schon, die heißt 128. Das sind wieder solche Weltraummonster, die Delta-Aliens. Was für ein Name. Was für ein Name. Das hier passiert mit der zweiten Flotte. Da schicken wir die aber gleich weiter. Und schicken die hier hin. Oh, was war denn das?
Oh, wie schön. So viele schöne Sachen. Erst kümmern wir uns mal um die dritte Flotte und schicken die eins weiter hier oben hin. Genau, das hier haben wir, glaube ich, alles schon erkundet. Ja, dann geht es jetzt hier hin. Dann haben wir, schönes, ein Bauvorhaben abgeschlossen. Energie wird noch nicht angezeigt. Ist noch im Minus. Das ist noch nicht aktualisiert worden. Aber das sollte eigentlich soweit sein. Ein Blick auf die Erde. Oberfläche. Und... Ach so, deshalb haben wir noch keinen Bewohner hingestellt haben. Das Kraftwerk 1, also Upgrade Stufe 1, das Basiskraftwerk steht hier, würde 3 Energie produzieren, 5 insgesamt, 2 Energie sind auf diesem Feld möglich. Wir packen uns in diesen Bürger hier, der im Augenblick noch gar nicht arbeiten kann, stelle ich fest, der ist immer noch nicht ausgewachsen. 19 von 40 quasi Wachstums- oder Lebenspunkten hat er erst. Müssen wir noch ein Weilchen warten. Wie lösen wir unser Energieproblem denn dann? Wir warten einfach ab. Wir warten ab. Wir nehmen den und packen den da rein. Und noch sind wir ja nicht in akuten Existenznöten. Da setzen wir den da hin. Und dann kann er, wenn er ausgereift, ausgewachsen ist, hier die Energie gestalten. Sollen wir weitere Gebäude errichten? Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Nicht solange wir überhaupt über einen Bürger verfügen, den wir doch zur Arbeit schicken könnten. Und hier... Diese Gebäude hier, diese Slots hier, die zu räumen, macht auch wenig Sinn, weil es das wiederum Credits und Mineralien kosten und die brauchen wir einfach ganz dringend woanders. Das macht keinen Sinn. Schauen wir uns weiter an, wie es um unsere Schiffe bestellt ist. Das fliegt demnächst weiter. 3 unserer Schiffe kreisen quasi hier drumherum. Solange wir mit denen ja noch nicht kommunizieren können, mit denen, die in Uton beheimatet sind und denen, die hier beheimatet sind, diesen Alien-Kreaturen, solange wissen wir auch nicht, kennen wir auch deren Kulturgrenzen noch nicht. Und können folglich herumfliegen, wo wir herumfliegen wollen. Hat auch seine Vorteile. Dumm sein heißt nicht unbedingt unglücklich sein. Aufeinandertreffen in Lesat. Theta-Aliens, schon wieder andere, unglaublich. Wollen wir uns die mal anschauen? Die sind hier ganz am Rande. Aha, und schon wieder eine Heimatwelt. Ja, tatsächlich. Hier lebt schon wieder ein Volk. Eine raumfahrende Spezies, die wir noch ergründen müssen. Über die wir nichts wissen. Hier leben sie und, ach, das hier leben nur aktuelle Bevölkerung 3. 3 von 8. Ach, das könnte schon der nächste Planet sein, der zweite von denen. Oder haben die einfach ganz, ganz klein angefangen? Schwierig. Wisst ihr das? Das sind verschiedene Schiffe hier. Nein. Das ist anscheinend... Oder die verfügen mittlerweile schon über Planeten in 2 Sternensystemen, aber wie sollen die so schnell Kolonieschiffe gebaut haben und erforscht haben? Es sei denn, das wäre eine von diesen 3 Überzivs, Überzivilisationen, über die ich ja auch schon gesprochen hatte, die bei Partiestart angegeben worden waren. Wer weiß. Ich nicht. Erste Flotte, raus, weiterfliegen. Und wir sind ein bisschen zu weit weg abgekommen von den Heimatwelten. Wir fliegen hier mal zurück. Die sollte auf jeden Fall noch weiterfliegen. Hier oben. Dahin. Und der Kollege hier. Den schicken wir noch ein Stückchen weiter raus. Hierhin, ins Unbekannte. Das Konstruktionsschiff wartet und wartet, immer noch nicht genug Mineralien. Aber jetzt, 30. April, 1. Mai, 63. Wie viele hatten wir dann nochmal gebraucht? Wie viele waren das? Bergbaustation reicht immer noch nicht. Immer noch nicht. 67, 4. 4 Mineralien fehlen uns. Ach, die sollten wir bald zusammen haben. Da werden wir nicht mehr so lange warten. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, 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 Übertragung, Übertragung von den Onet Quarak Union. Ah, da
Das ist das, wo ich die ganze Zeit drauf spekuliert und gehofft hatte, dass uns nämlich eine andere intelligente Alien-Spezies die Arbeit abnimmt, den Kommunikationskanal zwischen uns freizuschaufeln. Eine Sprache, die haben unsere Sprache erfolgreich übersetzt, sodass unsere diplomatischen Kanäle nun offen sind. Alle Feindseligkeiten wurden eingestellt, wir hatten ja noch gar keine, aber es wären ja immer welche möglich gewesen. So sieht deren Heimatwelt aus, das ist anscheinend das Büro des Staatsoberhauptes, des Gouverneurs, des Hohepriesters, des obersten Let's Players oder wie immer deren Anführer heißt und welchen Titel er hat. Onet Quarak Union, das ist er. Wir haben den Erstkontakt hergestellt. Ist das ein Naga, ein Naga mit Flügeln? Seid gegrüßt, ich spreche für Geschäftsführer Barim den Polosch und die wohlhabende Elite von Onet Quarak Union. Wir versuchen immer unter den vielen verschiedenen und entzückenden Alien-Nationen, auf die unsere Schiffe bei der Erkundung der Galaxie stoßen, neue Handelspartner zu finden. Die sind uns friedlich gesonnen. Mutmaßlich, hier diese Texte hier, die weisen auch, die sind ein Indiz dafür, was die für Eigenschaften haben. Jede Nation hat ja diese Eigenschaften, oder jede Nation, jede Zivilisation, ihr erinnert euch, wir haben ja auch welche, und die haben halt, unter anderem anscheinend, xenophil, fremdenfreundlich, das wäre mein Tipp, und materialistisch. Wäre mein Tipp, dass die diese beiden Eigenschaften haben. Wie wir darauf reagieren können, ist leider limitiert durch die Eigenschaften, die wir haben. Das heißt, wir können darauf jetzt nur schwer passend antworten. Wir können, weil wir alte Militaristen sind in unserer Ethik, können wir sagen, unsere Krieger salutieren euch. Das klingt irgendwie freundlich, aber ist halt so ganz ab von deren Interessen und deren Werten. Wir könnten auch, weil wir fanatisch materialistisch sind, ihnen sagen, die Zukunft liegt in unseren Händen. Das ist irgendwie nicht wirklich freundlich, nein. Und dann könnten wir noch eine Mischung von beidem sagen. Wir werden uns nicht zurückhalten lassen. Das ist wohl so eine Art Mischung aus Androhung eines Handelskrieges oder die Androhung, einen Krieg zu führen, jederzeit für billige materialistische Vorteile. Also das, was wir hier auf der Erde immer machen. Unsere Kriege, die wir führen im Namen der Menschenrechte. Haha. Tja. Ja, das Einzige, was so halbwegs freundlich ist, wir salutieren den mal. Ah, die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligentes Alienleben wurde von unserer Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Dies bestätigt, was wir lange vermutet hatten. Wir sind nicht alleine in dieser Galaxie. Jede neue Alienspezies, auf die wir treffen, stellt gleichermaßen eine Chance und eine Bedrohung dar. Chance und Bedrohung in einem. Wir müssen auf der Hut sein. Diese besonderen Xenos verfügen über Technologien, die mit den unseren verglichen werden können. Vermutlich haben wir etwa gleichzeitig das Raumfahrtzeitalter erreicht. Genau, etwa am 5. Mai 2016 zum Start dieses Let's Plays. Trotzdem, das ändert alles, definitiv. Jetzt können wir auch deren Volk sehen, da ist es, und es hat das, habt ihr gesehen, als Kennzeichnen ein Spinnennetz. Grün eingefärbt, das Onet Quarak Union Imperium, was leider unserem ziemlich in der Nähe ist. Da müssen wir aufpassen. Wenn die sich zum Beispiel hier dieses Sternsystem schnappen hier, das für uns auch schön geeignet wäre, Crestim, da gibt es zum Beispiel eine kontinentale Welt, die vermutlich sogar eine sehr hübsche ist. Das ist eine arktische. Kontinental, aber ganz klein. Ach ja, da wäre ich durchaus bereit, bei nur 8 Bevölkerungsslots, die großzügig auch unserem Nachbarn zu überlassen. Aber trotzdem, das wird Reibungen geben. Und unsere Kulturgrenzen werden früher oder später aneinander stoßen. Noch ein Grund mehr, dass wir Stantepete stehenden Fußes eilend hier ganz, ganz dringend uns weiter ausdehnen müssen. Mit unseren Kolonieschiffen, die wir im Eiltempo erforschen, dass wir uns ausdehnen müssen. Oder Alternative, wir könnten Außenposten errichten, militärische Außenposten, damit quasi die Flagge stecken in dieser anderen Heimat, in dieser anderen Sternsystem und behaupten, die sind uns. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich gehe mal in den Reiter
Reich rein und klicke auf Fraktionen. Hier können wir... Pardon. Nee, Kontakte natürlich, entschuldigt, Kontakte. Hier werden die jetzt aufgeführt, sie und wir, und das ist deren Meinung über uns, minus 18. Das wird also immer nicht in Lächeln oder Hassgesichtern dargestellt, sondern mit nüchternen Zahlenwerten. Minus 18 wegen Grenzkonflikte, das, was ich gerade so wortreich geschildert hatte, dass wir einander stoßen und dass das hier irgendwann soft geben wird, das haben die auch schon erkannt. Die sind nicht doof. Minus 18, neuer Kontakt bringt minus 20? Wieso denn minus 20? Sind die irgendwie, aber das sind doch Xenophile und das bringt wiederum plus 20. Ha. Das ist die Entfernung zwischen uns. Status noch gar keinen. Wir könnten die zum Bündnispartner nehmen. Wir könnten die auch zu Rivalen erklären. Das hätte den Vorteil, dass unsere Einflusspunkte schneller wachsen würden, hätte aber auch einen Nachteil. Genau, die würden das natürlich merken und das fänden die wahrscheinlich nicht so wirklich charmant. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht wirklich. Und hier seht ihr übrigens auch die verschiedenen Kategorien, die es gibt von anderen Reichen, auf die wir stoßen können. Es gibt nämlich noch primitive Lebensformen, also Prä-Warp-Zivilisationen, die noch nicht ins All aufgebrochen sind. Die könnten wir hierüber anzeigen lassen. Haben wir noch keine kennengelernt oder wenn wir sie kennengelernt haben, mit denen noch nicht kommuniziert, dann gibt es noch die sogenannten gefallenen Reiche. Die spielen im Laufe der Partie allmählich eine immer größere Rolle, zu Beginn noch nicht. Das sind frühere Großreiche, die an Kraft und an Macht verloren haben und mit denen wir uns später auseinandersetzen werden. Und da gibt es noch die schöne Gruppe der Anderen, was immer das sein mag. Wir sind ihnen ebenbürtig. Ihre Flottenstärke entspricht der unseren, auch die Flottenkapazität, Technologiestufe. Wir sind echt auf Augenhöhe. Sie sind ein bisschen misstrauisch uns gegenüber, kann ich ihnen nicht verdenken. Und wenn wir auf Diplomatie klicken, dann seht ihr die Möglichkeiten, die es gibt. Bündnis einladen, Vasallierung verlangen. Wir könnten darum bitten, deren Vasall werden zu dürfen. Wir könnten Handelsabkommen versuchen zu vereinbaren, Botschaften etablieren, Rivalität erklären. Das ist das, was ich eben erzählt habe. Das bringt uns Einflusspunkte. Wir könnten sie einfach nur beleidigen, damit sie uns beginnen zu hassen. Das würde sie vielleicht dazu bringen, einen Krieg zu provozieren uns gegenüber. Ich lasse das erstmal alles weg. Können wir später immer noch machen. Können wir uns später immer noch drum kümmern. Hier haben wir die Spezies. Im Spezies-Übersicht haben wir jetzt eine zweite Spezies kennengelernt, neben uns Menschen, nämlich die Onet Quarak. Das ist nicht dasselbe wie Reiche. Es ist durchaus möglich, dass man zum Beispiel, wenn man offene Grenzen und Ähnliches vereinbart, dass man dann einen Austausch haben kann der Spezies, dass Onet Quarak sich bei uns niederlassen und vielleicht Menschen innerhalb von deren Reich. Oder wenn wir einen Planeten von denen erobern oder umgekehrt, dass es dann zu verschiedenen, dass dann die verschiedenen Spezies nebeneinander leben und auch miteinander auskommen müssen. Das kann Konflikte geben. Wer weiß, vielleicht gründet sich da eine Oegida mit Quarak gegen die Menschifizierung des Abendlands. Ich weiß es nicht. Irgendwas in der Art. Noch sind sie ja Gott sei Dank xenophil eingestellt. Ja, das ist diese fremde Spezies, die wir kennengelernt haben und auf die wir ein Auge werfen müssen. Ich mach mal weiter. Unser Konstruktionsschiff sollte doch hier in Kürze loslegen können. Die dritte Flotte ist hier oben, ist außerhalb von deren Reich. Können wir jetzt in deren Reich reinfließen, fliegen wieder? Nein, geht nicht mehr. Ist ausge-X, weil wir jetzt deren Grenzen halt kennenlernen. Und das heißt, wir müssen deren Reich weiträumig umfliegen. Das ist bitter. Und ihr seht, die haben gleich mehrere Sternsysteme innerhalb ihrer kulturellen Grenzen. Und die sind alle für uns geblockt. Da können wir kein Kolonieschiff hinschicken. Pustekuchen. Das ist natürlich doof. Das ist echt doof. Wie gut, dass wir so vieles schon aufgedeckt haben und jetzt auch aufdecken müssen.
Ich fliege jetzt erstmal hier hin. Das Konstruktionsschiff, das würde ich so gerne hier noch was bauen lassen. Weiterfliegen. Fremde Sternensysteme erkunden. 22. Mai. 10 Tage noch knapp. Dann kann unser Konstruktionsschiff zuschlagen. Und hier, Forschungsschiff, was ist denn da los? Ist angekommen. In dem Sternsystem hier. In der Erde, das war auf der Flucht, genau. Und das können wir jetzt wieder rüberschicken in ein anderes Sternsystem, zum Beispiel nach Alpha Centauri. Klar, warum nicht? Dort gibt es doch, schicke ich gleich mal dahin. Weiterfliegen. Die erste Flotte ist hier oben. Wie gesagt, hier oben, hier unten. Das Reich Bevia. Aha, gleich noch eins. Unfassbar. Oder das könnte die Spezies sein, die wir eben schon kennengelernt haben. Hier ist auch eine Raumstation. Tatsächlich. Tatsächlich. Das ist die, das Sternensystem, was, hier waren wir schon, eben. Lesart und Bevia nebeneinander hier. Hier hatten wir diesen kleinen Planeten entdeckt, der schon besiedelt war mit wenigen Leuten. Und das ist anscheinend deren Startwelt gewesen. Die sind uns voraus. Die haben tatsächlich ein weiteres System schon besiedelt. Vielleicht ist es aber eine der drei Fraktionen, die halt diese Startboni haben. Das ist meine stille Hoffnung. Ansonsten wäre ich peinlich berührt. Fliegen wir mit denen weiter? Fliegen wir erstmal zurück hier. Oh, was war das? Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ich wollte stattdessen, sagen wir mal, hier hinfliegen. Mit denen sind wir schon unterwegs und mit der ersten Flotte hier unten sind wir auch schon unterwegs. Okay. Und wir haben mittlerweile Juni und damit haben wir 74 Mineralienvorkommen. Auf geht's zu unserer Sonne, zu unserem Konstruktionsschiff, das hier auf uns wartet. Das darauf wartet hier. In Juno eine Bergbaustation zu bauen. Aber holla, wird die zerrichtet. Juhu, finde ich gut. Sehr, sehr cool. Dauert eine ganze Weile, aber dann werden wir schneller expandieren können. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Gegen Ende dieser Folge will ich euch noch etwas loswerden, was mir unbedingt auf dem Herzen liegt und was mich total überrascht hat. Ich habe nämlich gesehen, dass während diese Let's Play-Folgen heute gekommen sind, am 5. Mai, dass zwei Leute, Gilde Randor und Icho Tolot, das sind eure Pseudonyme, eure Nicknames, dass ihr mir auf Tippi gespendet habt. Da möchte ich mich aufrichtig bedanken. Das hat mich total gefreut. Das habe ich fast schon so ein bisschen aus dem Auge verloren. Die vielen Leute, die mich da unterstützen. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, auf der ich unterwegs bin und wo ich regelmäßig unterstützt werde von, vielen Dank, regelmäßig unterstützt werde von Kriban, von Emge, von Osning, von Gorwin, der übrigens auch Technik-Admin ist meines Community-Forums und das ganz toll macht, von Tizedo Sendalas, von Egoist, von Call Him Zombie, würde ich gerne machen, ich würde dich gerne Zombie oder Zombie nennen, aber ich kann dich leider nur Call Him Zombie nennen, weil du halt Call Him Zombie heißt. Von Takaral, von Hosurin, von Shalom Don, sehr aktiv auch bei mir im Forum, von Bamchik, von Dafil, den ich auch oft und gerne sehe, und Zeleptoron. Mit jedem von euch kann ich etwas verbinden. Und euch allen möchte ich bei dieser Gelegenheit mal ein Dankeschön sagen. Dafür, dass ihr mich alle monatlich unterstützt und mir monatlich eine kleine Summe darüber schaufelt. Das ist quasi so eine Art Abo. YouTube-Kanäle kann man ja nicht abonnieren. Also man kann sie abonnieren ohne Geld. Man macht irgendwo ein Häkchen. Aber wenn man halt die Leute unterstützen möchte, die einem da regelmäßig Videos geben, dann geht das nicht direkt auf YouTube. Aber es ginge halt zum Beispiel über diese Möglichkeit, über meine
Tippi, über mein Tippi-Angebot, wo man mir, wenn man möchte, einen Tipp, ein Trinkgeld jeden Monat zukommen lassen kann. Falls das die anderen interessiert, man weiß ja nie, falls ihr ein paar Credits übrig habt oder übrig haben wollt für einen Let's Player, dessen Videos ihr im Augenblick rege guckt, dann findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, gleich auf der Portalseite, aber auch zum Beispiel in der Textbeschreibung zu diesem Video auf YouTube, einen Link zu meinem Tippi-Account. Und ich freue mich über jeden und bin da sehr dankbar, der mich da unterstützen möchte. Hey, euch allen noch viel Spaß hier mit Stellaris, mit den nächsten Videos, mit WB, mit mir. Bis dann. Tschüss.